Na gut, Lesezeit. Spinnenseide. Eines der stärksten Materialien, das die Menschheit kennen. Ja, das die Menschen kennen, Entschuldigung. Es existieren viele Varietäten, von denen einige sogar härter sind als der härteste Stahl. Doch jene, die von den Riesenspinnen produziert wird, ist bemerkenswert stark und aufgrund der schwierigen Gewinnung auch äußerst teuer. Auf der Rückseite der kleinen Schriftrolle befinden sich einige handschriftliche Notizen. Die Bewohner von Weigel haben mich auf die verlassenen Burggärten aufmerksam gemacht. Wenn ich es schaffe, etwas von dieser rohen Seide aufzutreiben, könnte ich die Bruderschaft als reicher und mächtiger Mann verlassen. Okay, also kein Warzenschwein, sondern eine Spinne. Soll uns dabei helfen, diese Türen zu öffnen, wie mir scheint. Nicht wahr? Natürlich. Okay, also ein Spinnenhort. Ein Spinnennest. Wo finden wir denn sowas hier? Halt, noch eine Tür. Wo muss ich lang gehen vor allem? Oh, 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 ich höre es doch schon. Hallo! Na, meine Kleine. Wollen wir ein wenig spielen? Komm noch mal bitte ein bisschen um die Ecke, wo ich dich besser sehen kann. Sagte schon der Wolf zum Rotkäppchen und das Rotkäppchen hat auch gehorcht. So. Die Kämpfe gegen die Spinnen waren eigentlich immer ziemlich angenehm, muss ich sagen, weil die noch nie sonderlich schwierig waren. Man konnte eigentlich immer ziemlich gut vorhersehen, wenn sie dann mal angehüpft kommen wollten. So wie jetzt zum Beispiel. Kein Problem. Okay, aber so langsam. Na, 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 na. Wir wollen doch wohl nicht spucken, das gehört sich doch nicht. Genau, so langsam müsste es dann auch mal genug sein. Zeit zum Reiten. Krabbel, krabbel, krabbel. Na gut. Ist eigentlich ganz witzig, das so hüpfend vorzubewegen. Und auch gar nicht mal so langsam, habe ich das Gefühl. Hier aber brauchen wir dann doch eher die Seide. Zack. Danke sehr. Und hier drüben auch noch. Bleibt nur die Frage, wo gehen wir zuerst rein? Ich würde sagen, wir probieren es erstmal hier, oder? Und bitte lasst es mich nicht bereuen, die Spinne gerade getötet zu haben. Ich hoffe doch, ich brauche sie nicht mehr. Wobei, hier ist das Tor komplett aufgegangen. Nein, ich probiere es doch erstmal mit dem anderen Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass ich reiße das Tor komplett auf, auch bedeutet, ich muss dort hauptsächlich lang gehen. Oder? Wenn hier gespeichert wird, gehe ich dann vielleicht doch erstmal den anderen Weg lang? Ich weiß es nicht so richtig. Leute, müsst ihr denn immer solche seltsamen Weggabelungen hier machen? Ach, ach, okay, alles klar. Shortcut. Lediglich ein Shortcut. Na, wenn das so ist. Dann gehen wir natürlich gern diesen Weg lang hier. Oder stapfen, was auch immer. Ich glaube, wir haben das Labyrinth hinter uns gelassen, kann das sein? Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Die Frage ist, was hat es mit der Stelle auf sich, die ich da nicht überqueren konnte? Hätte ich da auch die Spinne benutzen müssen? Du hast nicht den richtigen Schlüssel für diesen Mechanismus. Na toll! Das ist doch schön! Wir müssen also nochmal zurück. Kommt da vielleicht noch eine... What the fuck? Müsste Musikwechsel hier. Okay, kommt ja vielleicht nochmal eine Spinne. Das wäre sehr nett. Dann könnte ich das nämlich gleich mal ausprobieren. Ja, natürlich. Okay, also wir brauchen die Spinne immer noch. Ich hätte es bereuen sollen, sie getötet zu haben. Na, nicht doch. Bloß gut, dass Gabriel sich sofort immer heilen kann. Das ist doch schon ziemlich praktisch, muss ich sagen.
Na, aber... Mach doch nicht so einen Scheiß. Das hat schon Kankra gegen Sam bereut, sich so auf ihr Opfer zu stürzen. Und weg. Wunderbar. So. Einmal sammeln. Hallo, sammeln. Danke. Und wieder Zeit zu reiten. Dann ist jetzt auch klar, wozu wir diesen Shortcut brauchen und warum das Tor dort so wahnsinnig aufgerissen wird. Nämlich, weil wir mit der Spinne dort durch müssen. Es macht doch alles Sinn. Es macht alles Sinn. So, dann reiten wir mal hier lang. Ich weiß nicht, ob reiten so wirklich das richtige Wort ist. Es kommt einem nicht wie reiten vor. Oh, shit, falscher Weg. Wir krabbeln mal diesen Weg entlang. Ich glaube, hier runter und dann müssen wir es auch schon... Ja, genau, dann sind wir auch schon da. Drücke Y, um eine Brücke daraus zu bilden. Stimmt, das gab's ja auch noch. Gut. Meine Süße, ich glaube, jetzt darf ich dich wirklich ruhigen Gewissens aus deinem Dienst entlassen. Ruhe sanft. Und wir müssen mal wieder klettern. Wunderschön, das mag ich doch ganz besonders. Okay, was hast du für uns? Okay, okay. Nehme ich auch gern, natürlich. Ist aber nicht ganz das, was ich jetzt mir erhofft hatte. Okay, ich glaube, es gibt noch ein Tor. Kann das sein, dass es noch ein Tor gibt und ich die Spinne wieder nicht hätte töten sollen? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich glaube, da war noch ein Tor gewesen. War das hier drüben? Nee, ne? Das war, glaube ich, auf der linken Seite. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Da werden wir aber noch eine dritte Spinne mal bändigen müssen. Genau hier, ne? Ach nee, das ist ja das Tor. Stimmt. Aber weiter links noch. War ja noch eins. Ich weiß es nicht mehr. Hier nicht, hier nicht. Okay. Gab es hier noch ein Tor? Nein. Gab es irgendwo sonst noch ein Tor? Nicht, dass ich wüsste eigentlich. Ich glaube, das war nur das eine gewesen. Das jetzt offen ist. Ganz offensichtlich uns aber für den Spielverlauf nicht weiterhilft. Was also sollen wir tun? Na gut, lass mal zurückhüpfen. Ich nehme jetzt gleich mal den Weg hier. Zack. Ab nach unten. Ach. Stimmt, hier gab es auch noch so eine Stelle. Okay, Spinne Nummer 3. Komm und hilf. Muss ich dich erst verhauen, damit du mir hilfst? Wir können das auch friedlich regeln, wenn du willst. Aber ich glaube, du willst nicht, ne? Hätte für dich den Vorteil, dass ich dich nicht töten muss, nachdem ich dich benutzt habe. Das klang irgendwie falsch. Okay, sieht gut aus. Der ist aber bewegungsfreudig, hä? Au. Nicht so nett. Na komm, dann laden wir mal unser Leben wieder ein bisschen auf an ihm. Zur Seite. Wunderschön. Okay. Dann sollten wir es fast haben. Ja, sehr gut. Und das ist auch jetzt hoffentlich die letzte Spinne, die wir noch erobern müssen hier. Ich sollte nicht immer so vorschnell mit dem Hinrichten meiner Reittiere sein. Auch das ist ein Satz, den man, glaube ich, nicht so häufig sagt. Ich glaube, diesmal ist es aber wirklich die letzte Adresse, die wir hier noch haben. Noch einen Ort, wo wir die Spinnen benutzen können, haben wir dann, glaube ich, wirklich nicht.
Na gut, klettern wir mal wieder. Gabriel? Schön oben bleiben. Und laufen vor allem wäre auch gut. Nicht wie gerade eben einfach stehen bleiben. Na gut, weitere Lesezeit? Natürlich. Hinweis, Belohnung für die Lösung des Rätsels 500. Okay, ein Rätsel also mal wieder. Oh Gott, warte. Alle Hinweise führen hier hin, doch ich kann den Schlüssel zur Burg nirgendwo finden. Da ist nur diese Inschrift auf dem Felsen, aber sie ergibt keinen Sinn. Nur wenn die drei in Richtung der Mitte sehen, wird die Vampirkönigin dir erlauben, hineinzugehen. Okay. Na dann. Ich sehe. Was können wir machen? Damit die Statue wählen. Ach, so ein Spiel. Okay. Ach, du Kacke. Na, das ist ja vorzüglich. Wuhu. Das Problem ist... Ja, genau. Ich dachte es mir schon. Dann ändern sich natürlich auch die anderen. So, dann gucken wir aber kurz mal... Die drehen sich zusammen? Da drehen sich alle. Ah, okay. Ich vermute mal, dass es ziemlich einfach ist. Aber ich es mir gerade versaut habe, dadurch, dass ich erstmal rausfinden musste, wie der Mechanismus genau geartet ist hier. Okay, zwei drehen sich anders. Dann drehen wir doch mal die hier jetzt nur noch. Ja, dann drehen wir sie nochmal und dann schauen alle nach innen. Wunderbar, dann haben wir es doch auch schon. Läuft! Du hast den Vampirschlüssel gefunden. Der Schlüssel ist mein. Na dann, husch weg von hier. Und rein ins Warme? Keine Ahnung, ob es warm ist in der Burg. Wäre aber schön. Es ist doch schon ziemlich frostig hier. Muss ich mal so feststellen. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Okay. Gut, es speichert sogar nochmal. Ist denn das nötig? Ich dachte eigentlich, hier wäre jetzt Feierabend. Schlüssel rein. Fröhlich sein. Okay, es geht noch weiter. Wer hätte das gedacht? Nein, das ist der... Das ist der Eingang? Warte mal. Das ist der Eingangsbereich aus dem ersten Level? Okay. Das kam jetzt unerwartet, muss ich zugeben. Aber gut, ich ahne, wie es läuft. Wir können den Schlüssel bestimmt hier drüben an dem Haupttor benutzen, oder? Schauen wir mal. Ja, ich dachte mir schon, hier ist jetzt zu, genau. Und wir können dann hier drüben ran, genau. Na dann, immer rein in die gute Stube. Das war's für den Irrgarten. Da hat aber jemand beim Bau dieses Portals auch mächtig auf die Kacke gehauen, ne? Na gut, insgesamt 60 Gegner getötet. Wahnsinn. Und damit können wir uns dann auch ins Innere der Burg begeben, in den Burgsaal. Und bitte sagt mir, dass es drinnen wärmer ist. Ich vermute, wir werden jetzt sehr viele Skelette töten dürfen. Verdammt, habe ich keine Lust drauf. Aber was willst du machen? Auf geht's.